Hallo, mein Name ist Dosch und willkommen zurück zu einer weiteren Runde All the Mods 7 to the Sky. In der letzten Folge haben wir diese wunderschöne Siebeanlage aufgebaut, unsere Festplatten erweitert mit einer wundervollen Circuit Etcher Anlage, was ich leider nicht aufgenommen habe, ich ärgere mich immer noch. Und ich habe die Alloys und all sowas automatisiert. Und durch diese ganze Siebeanlage haben wir mittlerweile ordentlich Ressourcen generiert. Und da möchte ich heute gucken, dass wir die angehen. Bevor wir das aber angehen, möchte ich mal bitte daran erinnern, wenn ihr Vorschläge habt, in welche Richtung wir als erstes gehen, schreibt es ruhig in die Kommentare, ich lese mir das auf jeden Fall durch. Sei es erstmal Botania, Bienen, Twilight Forest werden wir auf jeden Fall eine der ersten Sachen machen müssen. Beziehungsweise nicht wirklich Bosse, einfach mal kurz reindippen, kurz was rausholen und wieder gehen. Ansonsten generell wird es auch in eine andere Richtung gehen, soll FTB Industrial Contraptions oder sowas. Haut's ruhig in die Kommentare, wir haben noch eine Menge zu tun. Momentan ist das hier unsere Erzverarbeitung. Das ist eine formschöne Tier 3 Verarbeitung mit einer Purifying Chamber, Crushing, Enrichment und Smelting. Also wir kriegen aus einem Erz offiziell 3 raus, beziehungsweise ein bisschen mehr. Ist uns aber nicht genug und vor allem ist es zu langsam. Deswegen habe ich hier schon mal eine Halle aufgebaut. Eine formschöne Halle. Hier aber werden wir auf jeden Fall schon, dass wir hier die Erzverfünffachung aufbauen. Aber dafür haben wir noch einiges vor. Die ist jetzt auch noch nicht komplett fertig. Ich habe die Wände jetzt erstmal so grob sein lassen. Da weil ich noch nicht weiß, wie ich genau das aufbauen werde, wegen Verkabelung und so. Aber ich schätze mal, das werden wir heute alles geregelt kriegen. Hier seht ihr einmal den ersten Schritt der Erzverfünffachung. Das ist eine Chemical Dissolution Chamber, wo die Erze reinkommen. Mit Sulfuric Acid. Um die kümmern wir uns als allererstes. Sulfuric Acid machen wir im Chemical Infuser mit Sulfur Trioxide und Water Vapor. Wenn ihr es erstmal nicht versteht, ist nicht schlimm. Es ist wesentlich einfacher, als es aussieht. Water Vapor ist zum Beispiel nichts anderes als Wasser in einem Rotary Condensator. Und Sulfur Trioxide ist nochmal ein Chemical Infuser mit Oxygen, was wir jetzt schon produzieren können. Und Sulfur Dioxide. Sulfur Dioxide ist auch nichts anderes als Sulfur Dust. Damit wir aber erstmal an den Sulfur Dust rankommen, würde ich sagen, machen wir ein paar Pulverizer. Ich habe hier drüben mir überlegt, dass wir hier die Pulverizer-Reihe aufmachen. Das sind jetzt 8 Blöcke, also 8 hoch. 8 Pulverizer mit Upgrades rein. Und dann hier quasi in die Mitte alles für die Sulfuric Acid einmal aufbauen. Weil ich glaube, wenn wir das jetzt hier in die Wände mit reinmachen, das wird alles viel zu voll. Ich hätte es nach oben skalieren können, noch weiter nach hinten. Aber ich glaube, in der Mitte passt das relativ gut. Und ich glaube auch nicht, dass wir wirklich so extrem stark viel Sulfuric Acid aufbauen müssen für die Erzverarbeitung. Weil man mit Gas Upgrades und alles noch relativ viel machen kann. Dazu kommt noch, ich habe hier jetzt noch Chemical Storage Cells gemacht. Ich will das Ganze nämlich auch ganz gerne ins ME speichern. Ich habe mit Applied Mechanistics, Applied Mechanistics, so rum, noch nie gearbeitet. Ich bin gespannt, ob das einfach ist, auch wieder so ist. Interface dran, Ende. Wir werden es sehen. Aber als allererstes werde ich Pulverizer craften und zwar 8. Nicht 1008, 8 Stück. Alles easy. Und das ist jetzt auch schon fertig. Ich mache aber dafür nochmal gerade die Upgrades fertig, weil die habe ich noch nicht automatisiert. Das dauert einen kleinen Moment. Bis gleich. So, Sulfur ist schon aufgebaut. Im Grunde genommen haben wir nicht wirklich viel, gemacht. Es ist eigentlich nur ein Interface, was Sulfur normal ranbringt und hier in den Pulverizern zu Sulfur Dust verarbeitet wird. Ich muss auch zugeben, es ist jetzt nicht erschreckend, wenn die Zahlen noch schlimmer geworden sind. Es ist ein bisschen später heute geworden. Ich sag mal so, ich könnte mir vorstellen, dass ich einfach so die wichtigen Sachen in Deep Hole Dach Dingens packe. Ja, wo sind sie? Waren das Black Hole oder? Jawohl, diese Black Hole Units, die, wo haben wir sie? Die Supreme dann. Dass wir da quasi die wichtigen Sachen reintun oder sowas wie Flint und sowas, dass das System mal frei bleibt, dann würde ich das. Weil das ist zu heftig, meiner Meinung nach. Ich meine, ich war noch ganz ehrlich gesagt am Überlegen, ob ich noch eine Quarry aufbauen will im Sasa. Dazu kommen wir irgendwann später nochmal, aber es lohnt überhaupt nicht. Schaut euch diese Zahl mal an. Wir können aus einem Block of Raw Iron kriegen wir hier 6000 Millibuckets raus und die werden zu
30 Ingots. Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall. Jetzt, da wir hier Sulfur das schon mal automatisiert haben, könnten wir hier den nächsten Schritt angehen, die Solar Plant. Ich weiß, sie heißt nicht mehr... Oder heißt sie jetzt wieder Solar Plant? Nee. Das ist die Thermal Evaporation Plant, das weiß ich. Aber ich kenne sie immer noch als Solar Plant und sie wird auch immer noch Solar Plant sein. Im Grunde genommen ist das eigentlich einer der ersten wirklichen Multiblöcke von Mechanismen, die wir aufbauen müssen, aber naja. Viel dazu machen ist auch nicht. Wir machen jetzt einen Controller. Wir machen zwei... Ja, nee, wir machen sogar drei Inputs. Und ansonsten einfach mal 400 davon. Stahl weiß ja nicht, wie er so machen hat. Ich hatte doch... Oh, Stil, das habe ich schon gemacht, aber nicht das Rezept. Ja, das machen wir nochmal schnell fertig. Machen wir mal 64 fertig. So. Dann können wir mal gucken, wie schnell das jetzt geht. Das dürfte eigentlich nicht allzu lange dauern. Ja. Das ist eine sehr schnelle Geschichte. Gut. Dann mache ich die Blöcke einmal fertig, mache da soweit alles, für was wir brauchen und wir sehen uns gleich wieder. Und das zweite Setup ist fertig. Im Grunde genommen sind das jetzt eigentlich hier nur 4 Separator für Brine, 4 Separator für Wasser. Das können wir abbauen. Und hier kommt alles rein. Brine holen wir aus dem Interface raus. Wir schicken alles ins Interface rein. Und hier haben wir einmal die zwei Systeme getrennt. Dementsprechend aber auch zwei Energiecontroller. So. Jetzt haben wir, ganz kurz, da sind noch keine Upgrades drin. Also das wird noch langsam kommen. Und dementsprechend werden wir... Wo ist er? Okay, versteckt sich. Ah, ne, da ist er. Ich weiß nicht, wie man dieses Event ausschaltet. Das ist so nervig. Ne, da kommen noch Upgrades rein, dann wird das alles nochmal schneller laufen. Aber gerade so kann das erstmal so stinknormal anlaufen. Als nächstes wäre dann hier der Chemical Infuser, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, dann. Das wäre die Maschine. Die verbindet jetzt gleich unser Oxygen, nee, unser Hydrogen mit unserem Chlorin zu Hydrogen Chloride. Was ist das jetzt schon wieder für eine Giftmische? Eine ganz gewaltige. Nein, das ist eigentlich nur die Flüssigkeit, die wir brauchen für die Erzvervierfachung. Also wenn wir so ein Aluminiumohr reinhauen würden, kriegen wir ein Aluminium, 4 Aluminiumschatz raus und so weiter. Quasi das, was wir da drüben aufgebaut haben, ist hier mit der Ressource für mal 4. Ups, das war was schnell. Ich mache jetzt einfach mal die Chemical Infuser fertig. Das dürfte jetzt eigentlich relativ schnell sein. Da dürfte eigentlich nichts fehlen. Und die sind schon in der Mache. Hier sieht man jetzt auch gerade das Chlorin reinkommen, ganz gemütlich. Brian haben wir mittlerweile gut angesammelt. Geht gerade was runter. Wir können das Ganze... Ich bin hier am Aufnehmen. Ruhe bitte. Wir können das Ganze noch pushen, indem wir noch weiter Wasser reinpumpen, schätze ich mal. Aber ja. Ich schnappe mir jetzt mal hier meine 1, 2, 3, 4 ganz viele Infuser. Und mache dann die nächste Anlage fertig. Ganz kleines Update. Wie man sieht, Brian kommt jetzt wieder super rein. Warum? Hier das Kabel, das war auf einmal wieder normal gesetzt und das Upgrade, was da drin war, ist auch verschwunden. Sollte das jetzt häufiger passieren hier, dann werde ich einfach da ein Kabel vom Mechanismus anschließen, weil Wasser kommt genug rein, Hitze kommt, wir produzieren gerade 400 pro Tick, also 400 Millibuckets. Keine Ahnung, was das war. Und die nächste Geschichte ist abgeschlossen. Hydrogenchlorid wird hergestellt. So. Als nächstes wäre dann eigentlich schon die Verfünffachung dran, aber nein, das machen wir natürlich nicht. Weil für die Verfünffachung brauchen wir Sulfuric Acid. Aber dann bitte die hier, das ist so doof. Das eine ist eine Flüssigkeit, das andere ist ein Gas. So, dafür werden wir nämlich das Sulfur das brauchen, was wir jetzt eben schon hergestellt haben. Ich markiere mir das ganz gerne immer mal so ein bisschen. Und zwar brauchen wir das, das und das. Das ist am einfachsten, dafür brauchen wir eigentlich schon einen Rotary Condensator. Das heißt, nehmen wir das schon mal raus. Sulfur Trioxide, Oxygen haben wir noch was jetzt, Sulfur Dioxide. Da brauchen wir einen Chemical Oxidizer mit Sulfur Dust.
das baue ich mir alles hier unten schön hin. Ich war mir überlegen, ob ich das noch eine Reihe runtersetze, dass wir das dann einfach quasi schon sehen können, aber... Wobei, jetzt im Nachhinein, ich glaube, das ändere ich sogar nochmal um und mache das mal. Und dann bauen wir hier gleich die ganze Anlage einmal auf. Ich werde die wahrscheinlich wieder vorbauen und dann einfach erklären. Bis gleich. Gerade ist ein magischer Moment gewesen. Wir haben den ersten Stack Leinen fertig, ohne dass ich jeweils eine einzige Leine gecraftet habe. Ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Oh mein Gott, Leute. Das war ein Akt. Ich habe jetzt hier... Ich sag mal so. Generell hatte ich hier diese vier Maschinen stehen. Ein Chemical Infuser, ein Water Vapor und ich war fertig. Ich habe das Ganze aber ein bisschen hochskaliert. Wir haben jetzt hier vier Rotary Kondensator, die jeweils Water Vapor herstellen. Auf einer limitierten Rate gerade noch, weil wir noch keine Upgrades drin haben. Vier Chemical Oxidizer, die dauerhaft Sulfur Dust schmelzen. Das geht dann hier jeweils in diese Chemical Infuser rein. Die machen Sulfur Trioxide daraus. Und das geht dann hier rüber in die Chemical Infuser, wo es darüber gemacht wird zu Sulfuric Acid. Wir haben hier drüben noch ein kleines bisschen Platz. Ich würde es aber auch einfach so lassen jetzt gerade. Und als nächstes würde ich dann sagen, gehen wir hier den Schritt an für die Verfünffachung. Dafür brauchen wir dann den Chemical Dissolution Chamber. Da brauchen wir aber noch eine kleine Bonusressource. Refined Obsidian Ingots. Das ist aber gar nicht so schwierig. Da braucht man eigentlich nur Refined Obsidian Dust und Osmium Ingots in einem Osmium Compressor. Das Rezept habe ich schon quasi fertig. Wenn ich an so ein paar Sachen denke, dann schon mal, aber naja. Reden wir nicht drüber. Ich vergesse gerne mal Sachen, seid mal ehrlich. Ich glaube, ansonsten wäre der auch gar nicht hier. Wir brauchen noch einen Pattern Provider. Und das dürfte es eigentlich schon gewesen sein. Schauen wir mal. Ein Osmium Compressor hier. Das dahin. Wir machen mal oben Input-Output und Auto-Eject an. Und dementsprechend brauche ich einen Anschluss und ich brauche einen Cable-Anker. Weil da treffen sich zwei Systeme. Das heißt, eins davon und eins davon. Für die, die es nicht wissen, mit diesen Cable-Ankern kann man quasi Systeme trennen, damit die sich nicht wirklich so in den Weg kommen. Weil wenn man ein Kabel hat mit jeweils 8 Kanälen schon vorne und dann auf einmal noch eins mit... Wie kriege ich das am besten? Beziehungsweise man sollte einfach generell schauen, dass sich die Kabel mit den Kanälen nicht ganz kreuzen. Das ist, glaube ich, einfach so am einfachsten ausgedrückt. Also im Grunde genommen machen wir jetzt eigentlich hier einfach nur einmal... nicht du. Und schon haben wir das gefixt. So. Da kommen noch einmal zwei rein. Fluxpoint natürlich jetzt vergessen. Die werden mittlerweile auch schnell gecraftet. Beziehungsweise ich habe noch einen über. Es ist natürlich schon immer am besten, wenn die noch über sind. So, ich mache jetzt einfach nur ein ganz doofes Rezept einmal, weil ich jetzt gar nicht großartig gucken möchte, dass wir die automatisch brauchen. Automatisch herstellen quasi, dass das immer aufgefüllt ist, weil das werden wir nicht brauchen. Ich werde jetzt einfach mal so ein Stack Osmium mitnehmen. Wo haben wir da? Das da reinschmeißen, dann hat sich die Geschichte. Weil ich glaube, allzu häufig werden wir die Refined Obsidian Ding jetzt nicht brauchen. Ich schaue mal schnell drüber. Ja, also wirklich ist jetzt nicht wirklich allerhöchstens hierfür. Und selbst das kriegt man dann noch hin. Ist jetzt keine Sache, die wir auf jeden Fall automatisiert brauchen. Aber dafür können wir jetzt die Chemical Dissolution Chamber 8 mal herstellen.
Bis gleich. Und hier ist schon das nächste Setup. Das werde ich jetzt wahrscheinlich sogar über die Nacht laufen lassen. Keine Ahnung, warum ich einen Screenshot gemacht habe, ich weiß es nicht. Sulfuric Acid kommt hier rein, mit den ganzen Erzblöcken. Und es wird einfach nur quasi einmal aufgelöst. Und man sieht hier schon, ich habe jetzt andere Kabel einmal verwendet. Weil diese Universal Pipes, die wollten irgendwie die Slurries nicht rausnehmen. Wahrscheinlich, weil die über Mechanismen irgendwie eingetragen sind. Das ist kein Gas, keine Flüssigkeit, das ist ein Slurry, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, vielleicht war es auch einfach nur ein Bug bei mir oder sowas, keine Ahnung. Aber mit den Pressurized Tubes, das sind extra die Tubes zur Gase, passiert das, klappt das ohne Probleme. Und wir kriegen jetzt gerade jede Menge Iron Slurry rein. Und zwar gerade sind wir schon bei 738 Buckets. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee, das einfach mal so voll laufen zu lassen. Weil im Grunde genommen, wenn jetzt diese ganzen Blöcke, kommt zwar noch rein, aber die werden sofort verarbeitet zu einer Flüssigkeit und können erstmal hier drauf Platz finden. Und wie man sieht, wir haben gerade schon gerade mal 10.000 Millibuckets bzw. 10.000 Bytes voll von 262.000. Sollte passen. Generell, ich hätte jetzt einfach auch sagen können, jo, das geht dann sofort hier rüber in den Washer, dann hier in den Crystallizer und so weiter. Es ist einfach ein Umweg, das über das MI zu machen, das auf jeden Fall. Aber falls jemand fragen sollte, warum ich das mache, weil ich Bock drauf habe. Und es ist mein Projekt, also mache ich es einfach. Muss auch mal sein. Minecraft ist manchmal nicht nur, beziehungsweise, ich krieg's aber auf die Ansicht. Modpacks sind zwar gerne mal so gesehen, jo, automatisier das so. Mach das so am besten, wie es klappt, am effizientesten. Ich sag mir das einfach so, nö, ich mach das einfach so, wie ich Bock drauf habe. Und solange der Server nicht abkackt oder sowas, warum nicht? Mach ich einfach. Also machen wir das einfach so, oder? Bevor ich jetzt gerade weitermache, ganz kurze Info. Ich hatte jetzt ein paar Tage Pause gemacht, weil ich ein bisschen Stress mit Bewerbungen und all sowas hatte. Und naja, es ist einiges zusammengekommen. Sulfuric Acid ist mittlerweile gebalanced. Also ich musste die Erzverarbeitung wieder, die Erzgenerierung wieder anschmeißen, weil wir komplett out of Sulfur waren. Die ganzen Erze sind größtenteils verarbeitet, also ist, wobei ich finde, es wieder so ein paar reingekommen. Und ein Problem haben wir jetzt gerade. Es wird nicht schnell genug rausgepumpt. Ich habe hier schon umgeändert auf die Pressurized Tubes und naja, das wird nicht besser. Eigentlich hatte ich gehofft, dass er jetzt hier mehrere Punkte auf einmal anschließt, aber naja. Vielleicht gucke ich nochmal, dass ich irgendwie mit Importpassen arbeite und sowas. Ich weiß es nicht, ich muss jetzt mal gucken, wie gut das läuft, aber da habe ich auch so eine Befürchtung. Ansonsten packe ich einfach ein paar Chemical Tank oder sowas. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht balanciert sich das Ganze auch wieder ein. Auf jeden Fall, wir haben gute Ressourcen. Als nächstes wird hier der Chemical Washer aufgebaut, der die ganzen Flüssigkeiten dann einmal reinigt. Mache ich damit schnell fertig. Beziehungsweise ich mache nur gleich einfach zwei Schritte fertig. Hier kommt der Chemical Washer hin. Und hier der Chemical Crystallizer müsste das sein. Wo haben wir ihn? Die formschöne Maschine haben wir hier. Der macht eigentlich nichts anderes als nimmt diese Slurry, die wir jetzt einfach gleich waschen mit Wasser. Sulfuric Acid, Nitric Acid, es ist eigentlich Wasser. Man macht aus vielen Clean Slurry zum Beispiel und dann kommen dann Kristalle raus. Die wir dann einfach noch klein machen. Und zwar mal in der Triple Injection Chamber mit Hydrogen Chloride, also davon haben wir auch eine Menge. Und dann haben wir eigentlich schon die ganzen anderen Schritte, die wir schon kennen. Bis gleich. Ja, ich schon wieder. Wir haben erneut ein kleines Problem. Und zwar, ich hätte es echt nicht erwartet, aber Strom. Diese Anlage saugt uns das letzte bisschen Strom weg, weil ich die Energiekosten echt unterschätzt habe. Die brauchen teilweise 32 kW pro Tick. Und soll ich mir jetzt irgendeiner ankommen? Die haben schon volle Energy Upgrades. Ich weiß nicht, wo ich den Strom herziehen soll. Unsere Reaktoren sind beide an der Grenze. Ich habe jetzt hier gerade nochmal zwei Reaktoren in Auftrag gegeben. Und damit wir die jetzt nicht überall irgendwie irgendwo immer hinpacken, habe ich mir einfach gesagt, ich habe mal so eine Compact Machine gemacht. Können wir mal gerade ganz kurz reingehen. Da ist ja nur. Das war die falsche. Ja, was für die Begrüßung. Nee, irgendwas müssen wir machen. Und ich glaube, mit denen können wir gerade am besten hochskalieren.
Weil wenn man sich das mal anschaut, hier wird einer hinpassen. Machen lassen wir hier einen frei, 1, 2, 3. Ein frei, 1, 2, 3. Und haben dann hier noch so ein bisschen Platz. Also wir würden 9 Stück hier hinkriegen auf dem Boden und können auch nach oben skalieren. Ich glaube, das sollte dann auf jeden Fall reichen. Betreiben können wir die ohne Probleme. Die brauchen ja nur Wasser, Uran. Was fehlt noch? Kohle, Redstone. Und naja, ich glaube, Uran haben wir genug, Kohle haben wir genug, Redstone haben wir genug. Wasser ist jetzt auch nicht das Thema. Und Dry Ice kriegen wir auch noch hin. Ich meine, das kann man super hochskalieren. Das sind schon wieder 1200. Okay. Ich habe jetzt einfach mal so ein Netherite-Upgrade reingemacht. Generell habe ich jetzt auch mal geschaut. Ich werde gar nicht großartig auf die Black Hole Units gehen. Na? Weil bis wir die fertig haben, da müssen wir Advanced automatisieren, Ethergas und all sowas. Ich habe jetzt eben mal geschaut. Wir können einen Drawer machen mit 4 Netherite-Upgrades. Beziehungsweise 5 Shreds kann ich genau. Und wir kommen auf den gleichen Wert. Ja, das ist schnell automatisiert. Ich meine, wir haben jetzt hier Ressourcen. Wir haben 300, fast 400.000 Diamanten. Die werde ich doch im Leben nicht los, außer ich schmeiße in den Mülleimer. Generell müssen wir hier dringend aufräumen, weil... Ja, es ist ziemlich viel rot gerade. Und ich glaube, wenn wir das einmal da hinten an eine Wand packen, dann haben wir das. So, währenddessen, nee, nicht BV. Hier laufen jetzt gemütlich dann schon mal das Dirty Iron Slurry durch. Das wird so Clean Iron Slurry. Ich habe all die Slurries einmal schon mal reingeschmissen. Hinten ist eigentlich nur Wasser und viele Verbindungen für Strom. Ich werde nicht überlegen, ob ich dann... nee, kann ich hier nicht machen. Hier könnte ich jetzt machen, quasi überall so einen Fluxpoint dran packen. Aber hier wird eigentlich auch nur im Grunde genommen die Slurry genommen und zu den Crystals gemacht, wenn der Strom nicht fehlen würde. Das ist gerade so das Hauptthema. Ja. Ich fixe das mal. Ich mache jetzt einfach ein paar Reaktoren fertig und wir sehen uns dann gleich wieder. So, ein weiterer Tag hat schon wieder für mich angefangen. Ich komme momentan gefühlt so gar nichts. Und ich habe die Vervierfachung aufgebaut. Ich habe irgendwie mir im Kopf, muss F5 und F1 drücken. Nein, muss ich nicht. Das heißt aber, wir können hier diesen Block auch abbauen. Ich habe mir jetzt auch was überlegt. Ich habe hier so gefühlt alles rausgenommen. Ich werde hier wirklich nur Uran verarbeiten. Vielleicht noch Gold und die Olsemodium-Erze. Weil das dauert so ewig. Wir haben generell teilweise nicht genug Power-Input. Ich kann hier nicht wirklich mit Basic Universal Cablen arbeiten. Also ich könnte es vielleicht schon, aber dann würde wieder die Einflussrate und so. Das ist eklig hier. Ja, das sieht sehr schön aus. Ich bin irgendwie am Gucken, dass ich irgendwie Energie reingepumpt kriege. Und es ist sehr viel Energie, die reingepumpt wird. Hier, das ist da generell auch noch so ein Bottleneck, aber wir haben jetzt, dadurch, dass ich jetzt so lange weg war, haben wir 2,1 Millionen Millibuckets Dirty Iron Slurry. Ich will einfach gucken, dass ich das einfach laufen lasse. Wir haben jetzt hier schon 300.000 Iron Slurry. Das ist am Verarbeiten. So, im Grunde genommen werden jetzt hier die Crystals, die wir rauskriegen, werden zu diesen Charts verarbeitet. Da haben wir jetzt aber auch ein kleines Bottleneck. Was heißt Bottleneck? Es wird relativ... Jetzt haben wir ein Bottleneck, weil wir nicht genug Strom haben. Was ist zum Mäusemelken? Ich glaube, ich muss ja dann auch so ein Konstrukt aufbauen, beziehungsweise ich kann hier vielleicht noch ein bisschen rausmelken. Und? Ja. Das... Scheiße. Ja. Ich habe halt hier auch schon wieder die Universal Pipes genommen, weil wir... Ich habe jetzt auch nochmal Salz angeschlossen. Wir haben keine Ahnung, wie viel Salz. Und es hängt gerade ein bisschen am Hydrogen Chloride. Ich werde hier wahrscheinlich irgendwie gucken, dass ich hier so einen Gang mache und dann links und rechts nochmal 3 von den Teilen aufbaue, weil wir kriegen genau 840 Millibuckets pro Tick. Und naja... Das ist nix. Das müssen wir auch hochskalieren. Ich bin ehrlich, ich habe Bock auf sowas. Ich habe richtig Bock auf so eine riesengroße Anlage. Es ist zwar mega unnötig, aber ich habe Bock drauf. Und ich habe mir jetzt schon gesagt, die ganzen Erze werde ich einfach schauen. Oh, das läuft jetzt wenigstens so halbwegs. So alle anderen Erze werde ich mir wenigstens vervierfachen, weil hier drin geht das schneller. Weil wir das einmal hochskaliert haben, ist das easy. So, als nächstes kommt dann eigentlich nur noch
Hier die Purification Chamber, das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Dann Crusher. Ne, bin ich doof? Purification Chamber, Crusher, Enrichment Chamber und dann die Furnace. Ach, ich hatte wahrscheinlich gesagt, dass ich hier nochmal Hydrogen aufbauen wollte. Das ist überhaupt nicht nötig mittlerweile, weil, naja, Hydrogen haben wir, glaube ich, genug. Ich glaube, selbst wenn, kann man das immer nochmal aufbauen, aber ich glaube, das ist jetzt gerade erstmal nicht nötig. So, ich mache die nächste Anlage, baue mal die neuen Thermal-Controller auf. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und nach einer gefühlten Ewigkeit ist es endlich soweit. Die komplette Produktionsstraße steht. Ich habe hier, wie gesagt, jetzt noch 4 weitere Thermal Reparation Blöcke aufgebaut. Ich werde wahrscheinlich da auch nochmal welche aufbauen, aber da kommen wir in einer der nächsten Folgen zu. Jeder von denen produziert um die 900 Millibuckets. Das heißt, wir haben jetzt gerade 3600 Millibuckets, die reinkommen. Was immer noch nicht ausreicht, um das alles aufzufüllen. Aber wir haben jetzt gerade wenigstens keinen Verlust mehr. Hier habe ich jetzt erstmal nur gesagt, dass erstmal Uran nur verarbeitet wird, weil wir bei einem der All the Mod Star Items, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, was es war. War das hier der Nexium Emitter? Nein, Philosopher's Fuel, genau, da brauchen wir 5-fach kompresste Uraniumblöcke. Da will ich einfach schon mal rechtzeitig mit anfangen, dass wir einfach schon mal gut Puffer kriegen. Es ist aber immer noch mit dem Iron Survey dran, also ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Hier habe ich jetzt erstmal gesagt, dass alle anderen Blöcke auch quasi verarbeitet werden. Hier die Purifying Chamber Factory. Das kennt ihr ja quasi alles nur hier. Ab hier ist schon der alte Schritt. Also mal 3 in Crusher, in die Enrichment Chamber und in die Smelting Factory. Von der Verkabelung sieht das einfach relativ simpel aus. Ich habe jetzt teilweise überall fast einfach nur doppelte Interfaces dran gemacht, weil wir mehr Items in den Input haben als in den Output, weil wie ihr ja seht hier, das geht einfach rein und ist weg. Was ich auch noch gemacht hatte, ich habe quasi meine Festplatten größtenteils bereinigt. Ich habe hier dort mit Netherite Upgrades gemacht und wir kommen auf 2,1 Billionen Plätze und ich habe einfach meine ganzen Festplatten mal bereinigt und es sieht schon wesentlich besser aus. Wesentlich besser. Die restlichen Plätze, die da sind, werde ich wahrscheinlich noch mit den Ingots auffüllen, weil Eisen haben wir jetzt schon in der Zeit, wo ich das noch aufgebaut habe, 200.000. Ja, das ist schon eine schöne Latte, die wir da hier zusammengekriegt haben. Aber ich würde sagen, wir haben super guten Fortschritt heute gemacht. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst bitte einen dicken Daumen nach oben da. Es war wirklich ein großer Aufwand, den ich hatte. Es hat sich über mehrere Tage hinweggezogen. Ich würde mal gucken, wie ich das Ganze zusammenschneide, was da vielleicht auch raus kann oder so, aber ich bin schwer gespannt, wie die Resonanz wird. Das Ganze ist halt schon irgendwo mega unnötig überflüssig gewesen, aber es hat Bock gemacht. Ich hatte da einfach Bock drauf gehabt, ich habe gesagt, ich muss das mal machen. So, ansonsten, wenn ihr nichts verpassen wollt, drückt auf den Abonnieren-Button, klickt die Glocke an und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.